Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Die letzte Folge haben wir ja als eindrucksvoll vermasselt und dann doch irgendwie gefunden. Ja, wir sind jetzt im... Ja, im Endeffekt... Im Generalstab, da oben steht's ja auch. Und sollen immer noch die Odin-Cords uns holen. Das bedeutet sogar Level verlassen. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Hä? Wie jetzt? Tut Haube jetzt. Alles drauf. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Ein erfolgreiches Lebensjahr, Blaskovic. Glückwunsch, Blaskovic. Wir sind jetzt ein alter Supernacker, was? William, puste deine Kerzen aus. Wünsch dir was. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Blaskovic. Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt ein Glückwunsch, Blaskovic. Alles Gute, Tag, was zur Hölle? Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskovic, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Ferro, Billy! Wow, das ist ein richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskovic. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gottverdammt. Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskovic. Hört, hört! Hey! Und die Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Hört, hört! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott,
Gottverdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen. Ist doch nicht wahr. Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Oh. Hört, hört! Max, was? Max, na los, schlag schon zu! Max! Oh. Max, heiß! Max, heiß! Komm schon, William, der hält auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander! Hört, hört! Max, hört! Hört! Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Fergus. Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen. Mann, wo ist Ihr Arm? Anja, wie Sie aufwachen. Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horten, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blaskowitsch, finden Sie Fergus Scheißarm, bevor hier noch alles den Bach runtergeht. Gottverdammt! Fergus? Fergus! Fergus! Fergus. Hey, können Sie mich hören? Hey. Alles klar! Krasse Party! Hey. Man sagt ja, war eine heftige Party. Ich hab gehört, ich war auch da. Also, wenn ein Mann bis Oberkante Unterlippe zu ist, gibt's nur ein Heilmittel. Hallo, Mann. Schon was gefunden. So, wir sollen jetzt hier irgendwas suchen, ja? Finde Fergus Arm. Ja, Gott. Wir suchen nach Fergus Arm? Tut mir leid, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, mich abzuschießen. Ja, nicht nur du. Der ist bestimmt wieder irgendwo am Ende der Welt und das ist jetzt wieder so eine Mission, wo ich sagen muss. Verdammt, Fergus. Muss nicht sein. Du mal diesen Arm verlieren. Sich denn hier alles rum, Alter. Es geht ab. Das liest doch. Ach, das ist die Enigma-Maschine, oder? Das liest doch alles kein Mensch. Das ist die Enigma-Maschine, glaube ich. Aber wir müssen mal den Arm suchen. Nein, Herr Blaskowitsch, ich weiß nicht, wo der Arm ist, den Sie suchen. Ich hab dich doch nicht mal gefragt, Mann. Nein, Signore. Fergus hat mit Maria gesprochen. Sie wurde wütend. Mehr weiß ich nicht. Aha. Sie, ich habe mit Fergus gesprochen. Er war sturzbetrunken, hatte aber noch seinen Arm. Das ist tatsächlich so eine Mission, wo ich mir sag, habe ich ja eben schon erwähnt, nicht geil. Hey, saludos. Das kann ich so das komplette Schiff rennen, um Scheißding zu suchen. Aber die Professorin vielleicht. Sie liest gerade ein Buch. Max Hass. Fergus Arm. Fergus Arm. Nein, den habe ich nicht gesehen. Oh, Riese. Paris Jack hat mir erzählt, dass es Probleme mit Fergus Arm gab. Ich habe aber noch nicht mit Fergus sprechen können. Okay. Jetzt müssen wir den Typen suchen, wer auch immer das wieder ist. Hey, ich hab Infos. Okay, Max. Komm. Der ist es nicht. Fergus Arm? Hab ich nicht gesehen, Mann.
Hallo? Ich habe Herrn Fergus Arm nicht gesehen. Ja, ja. Ich muss ja auch jemand ganz Bestimmtes suchen. Ihr zwei Dudes auch nichts. Sprich mit Pavis Jack. So, der ist da. Wie kommen wir da hin? Vor allem, wo lang ist das? Da nach links, da hinten. Ja? Also folgendes, Lee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Meine Familie. Jetzt kommt's. Meine Kinder. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück, Bee. Ah. Weißt du, was ich tun musste, um nicht ist das hier? Zu zerbrechen? Um mich zusammenzureißen? Um die Bilder auszublenden? Ich ertrage es nicht. Jetzt kann ich hier ich also so Orte angeben, okay. Ärgermaschinen, finde den Schlachtenläufer. Wenn ich die anwähle, passiert allerdings nichts. Wir sollen dahin. Hallo, ich wollte da raus. So. Weil die Bilder zurückkommen und nicht traurig. Das war da oben jetzt irgendwo. Richtig? Sie nochmal auf die Karte glupschen. Hat der eben nicht hier ein Ziel angezeigt, eben gerade noch? Hey, Kumpel. Sie sagten Chili-Pepper, oder? Bin ich ja wieder hier, Alter. Es geht. Ich mache ihn wieder nüchtern. Aber wo sein Arm ist, das weiß ich. Irgendes Kantine. Captain, schauen Sie mal. Was hat er denn jetzt noch? Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Achso, die können wir auch noch holen. Am Anfang konnten wir uns ja zwischen den dreien entscheiden. Zwischen einem von den dreien. Können wir etwa alle drei haben? Oder wie? Oh, wo zur Hölle muss ich hin? Zahlt mir auch nichts an. Ich weiß auch nicht, wo der Typ ist, wo wir hin müssen. Überall gehen noch irgendwelche Upgrades. Oh ja. Heimlichkeit, Chaos. Will ich auch mal, wenn ich Gegner mit Akimbo töten, erhöht Munitionskapazität durch mehr Magazine. Oh. So bekommen wir mehr Magazine. Wir müssen also den Akimbo-Mode tatsächlich mal einsetzen. Aber erstmal müssen wir diesen Typen finden. Ah ja, wir sind wieder hier. Hier waren wir noch nicht. Nein. Da ist er. Hey, Paris Jack. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich habe Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein. Und von Herzen kommen.
Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Für was für eine Frau halten Sie mich? Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Manieren beibringen! Ist abgedampft Richtung Hangar. Ja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Okay, jetzt müssen wir aus den Hangar suchen. Hangar nach dem Arm. Dort ist Fergus hin. Den Hangar müssen wir erstmal finden. Da. H steht für Hangar, oder? Oder nicht? Also. Hä? Ich verlaufe mich jedes Mal wieder aufs Neue auf diesem Schiff. Er hat's auf jeden Fall übertrieben. Aber wer kann's ihm bei dem Whisky verdenken? Exit. Also, Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Eben war es noch der Hangar. Ist das jetzt das Gleiche, oder? So, Labor. Hacker Central Helm. Mr. Blazkowicz. Wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Hangar. Da. Hangar ist also hier lang. Okay, wir haben den Hangar schon mal gefunden. Wow. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Sie suchen Fergus Arm? Ich hörte, er hatte einen Streit mit dieser hübschen französischen Madame Maria. Ja, schön. Der musste doch hier irgendwo rumliegen. Wetten, er liegt hier unten irgendwo drin? Ey, ich komme nicht raus. Achso, hä? Irgendwie hing ich da gerade fest. Merkwürdig. Weißt du irgendwas? Die Stimme sagt, Fergus Arm sei wütend. Gefährlich. Mehr sagt sie nicht. Das ist schön für dich. Ach, jetzt wird mir ein Ziel angezeigt sogar. Okay. Ach so, warte, das muss ich aufschmelzen, oder? Ja, aber da ist doch gar nichts. Ein Helm. Ach so, dann kann ich da rein, ja? Ah, so ist das gedacht. Wir haben ihn. Cool. Gibt's hier noch? Ist ein Rohrpost, ja? Wo kommen wir jetzt raus? Ah, hier. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch Fergus wiederfinden. Wo war der denn nochmal? War der nicht irgendwo Kantine? Nein. Nein, dann war auch komplett falsch. Ich verlauf mich hier grundsätzlich. Das muss oben irgendwo sein.
Also Club Wiesenau oder so ähnlich, da lang. Sind wir da nicht gewesen? Okay, ah. Gefunden. Yay. Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam. Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei. Let's go. Unvorstellbar. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Bist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen. Kapieren Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin. Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen, weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Oh! Lauf! Okay. Ich hab nicht gecheckt, dass wir da gerade ganz schnell sein mussten. Die Sequenz war auch so ultra lang. Das heißt, wir machen hier eine ganz kleine Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Bis denn dann und ciao!